Hallo, meine liebe Schüler und Schülerinnen. Wie geht's euch? Ich hoffe, alles gut. Wir machen heute eine allgemeine Wiederholung. Also, wir beginnen zusammen. Zuerst, wie geht's dir? Wie geht's dir? Das bedeutet, how are you? Und wir antworten, danke, gut. Danke, gut. Thank you, I am fine. Und wenn ich nach dem Namen frage, wir sagen, erinnern wir zusammen, wer bist du? Noch einmal, wer bist du? Das bedeutet, who are you? Ich bin Frau Nihel, ich bin Ahmed, ich bin Salma und so weiter. Und wie alt bist du? Wie alt bist du? Was bedeutet, wie alt bist du? Das heißt, how old are you? Und wie ich auf diese Frage beantworten? Ja, wir sagen, ich bin zum Beispiel, for example, 10 Jahre alt. Ich bin 8 Jahre alt. Ich bin 7 Jahre alt. Das heißt, I am 8 years old. Und hier, was magst du? Was magst du? What do you like? Zum Beispiel, ich mag Eis. Ich mag Kuchen. Ich mag bedeutet I like. Und wir haben zwei Wörter auch vorher gelernt. Erinnern wir zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss bedeutet goodbye. Und wir benutzen dieses Wort mit meiner Freunde. Und es gibt ein anderes Wort, das heißt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das heißt auch goodbye. Auf Wiedersehen. Und wir benutzen dieses Wort mit dem Fremden oder mit der Lehrer oder irgendwas. Okay, weiter. Wir haben auch die Zahlen, the numbers bis 20 bis 20 gelernt. Also wir machen eine Wiederholung zusammen. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Sprechen Sie bitte mit. 4. Repeat after me. 4. Sehr gut, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, nicht 16, aber 16. Noch einmal, 16. 17, 17, 18, 19, 20, 20. Und jetzt wir Video zusammen. Also jetzt geht's los. Frieda stellt sich und ihre Familie vor. Hallo, ich heiße Frieda. Ich bin 7 Jahre alt. Ich heiße Frieda oder ich bin Frieda oder mein Name ist Frieda. Namens Weiter. Bamberg. Ich bin 7. Das ist meine Katze. Miau. Ich wohne in einem Dorf namens Das ist meine Mama und das ist mein Papa. Das ist meine Katze. Mein Papa Miau. arbeitet als Lehrer.
Wir haben diese Wort vorher gelernt auch. Katze bedeutet Cat. Die Katze. Die Katze. Weiter. Ich habe auch Geschwister. Das ist meine Mama und das Bruder. Ist mein Papa. Das ist mein Bruder Max. Mein Papa er ist arbeitet 10 als Jahre Lehrer. Alt. Meine Mama ist eine Schwester. Ärztin. Das ist meine Schwester. Sie heißt ich Maike. Habe auch Sie Geschwister. Ist schon 12 Jahre alt. Bruder, das meine ist Hobbys mein Bruder Max. Sind Tanzen er ist und 10 Musik Jahre hören. Alt. Auf Wiedersehen. Schwester, das ist meine Schwester. Sie heißt Maike. Sie ist schon 12 Jahre alt. Meine Hobbys sind Tanzen und Musik hören. Auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen und bis bald. Tschüss.